Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich stehe hier so ein bisschen hinter unserer Technik. Das hat den Grund, dass wir gleich für eine der Präsentationen den Bereich hier freihalten müssen. Zunächst erstmal, weil wir da zunächst ohne Personen darin den Hintergrund kurz erlernen müssen. Bevor wir aber anfangen, möchte ich uns zunächst ganz gerne vorstellen. Mein Name ist Eckhard Herrmann. Ich komme von der Fachhochschule Oberösterreich, genauer von Hagenberg. Bin dort im Studiengang Informationssicherheit bzw. sichere Informationssysteme. Wir haben drei Studiengänge dort für den Bereich Softwaresicherheit zuständig. Und gemeinsam mit meinem Kollegen, der die Professur für Cloud Security und IT-Risikomanagement hat, dem Harald Lambesberger, arbeite ich mit Studenten gemeinsam bzw. in unserer Forschungsgruppe an dem Themenbereich künstliche Intelligenz oder Methoden der KI eingesetzt im Bereich Informationssicherheit bzw. Risikomanagement. Die beiden anderen im Team ist der Alexander Aigner, Doktorand bei uns in der Forschungsgruppe. Sein Schwerpunktthema ist ebenfalls Verwendung von intelligenten Methoden im Kontext des Risikomanagements. Er hat auch, was den KI-Teil betrifft, den größten Anteil hier programmiert. Der zweite im Bunde bei den Programmierern ist der René Zeller. Er ist zurzeit im Endspurt seiner Masterarbeit bei uns im Masterstudiengang und beschäftigt sich dort mit dem Angriff auf IoT-Geräte. Und genau diese Kombination, das heißt also zunächst Angriff auf ein IoT-Gerät und zwar konkret auf eine Kamera, zusammen dann mit der Manipulation des Videostreams in Echtzeit werden wir auch gleich gerne herzeigen. Zunächst die Agenda. Wir werden als allererstes die Demo selber mal zeigen. Ich muss dazu sagen, das sind Forschungsergebnisse. Wir zeigen hier keine fertigen Produkte her. Ja? Das kann also durchaus sein, dass an der einen oder anderen Stelle etwas hängt oder hakt oder man sieht, dass die KI sich verrechnet. Gerade dieser Teil ist für uns selbst auch relativ interessant. Auch da haben wir zurzeit eine Abschlussarbeit dran sitzen, die sich damit beschäftigt, wie überhaupt die Entscheidungsfindung in einem speziellen Fall zustande kommt. Wir werden also zunächst erstmal den einen Showcase kurz herzeigen, wo wir Personen aus dem Livestream herausrechnen. Genau, hier haben wir den Aufbau von unserem Netz hier vorne, dass man das auch so ein bisschen nachvollziehen kann, was genau wir machen. Wir haben auf der einen Seite unsere Kamera, das ist ein handelsübliches Produkt, haben wir bei Amazon bestellt. Wie wir uns das vorstellen, wie sie im Bereich der Überwachungskameras zum Einsatz kommt. Wir haben dann unseren Rechner, der steht hier vorne, ist auch zurzeit geöffnet, weil der vorhin einen kleinen Transportschaden hatte, der bootet nicht, sodass wir schon Angst hatten, wir könnten gar nichts herzeigen, aber jetzt funktioniert es wieder. Da sind zwei Titan-Volta-Karten drin, auf denen das neuronale Netz läuft. Für die Präsentation selber benötigen wir nur eine, für das Training benötigen wir zwei Karten. Was wir dann noch gleich zusätzlich dabei haben, ist einen weiteren, gehst du noch auf das andere Bild bitte? Oder das machen wir später, machen wir erst den Showcase. Ja, machen wir erst den Showcase. Den erweiterten Aufbau werde ich dann gleich noch zeigen, wenn wir in diesen Hacking-Teil einsteigen werden. Was wir jetzt zeigen werden, ist unsere Kamera hier, die tut jetzt erstmal 20 Sekunden lang den Hintergrund in diesem Bereich lernen. Das benötigen wir dafür, wenn wir gleich Personen in dem aufgezeichneten Video dann erkennen,
dass wir diese Personen ersetzen durch die letzten 20 oder das Interpolierte der letzten 20 Minuten, was sich an die Sekunden, was sich an dieser Stelle befunden hat, und können dann relativ gut, das funktioniert, wie Sie es gleich sehen werden, recht gut, auch die Person mit aktuellem Hintergrund ersetzen. Ja, ich glaube, das funktioniert schon. Was man jetzt sieht, ist, dass sobald wir Gegenstände anfassen, kommen die in den Rahmen hinein, den die KI eben um uns herum aufspannt, sobald sie uns erkannt hat, und dann werden die mit rausgerechnet. Während, wenn die Gegenstände weit genug von unserem Körper entfernt sind, dann sieht man, dass die entsprechend als eigenständige Objekte erkannt werden und somit auch nicht ersetzt werden. Ich hatte schon gesagt, ich gehe noch mal ganz kurz dann auf unseren Aufbau, den wir jetzt hier für den Angriff selber, also wir werden erst das Live-Hacking der Kamera machen, haben, ein. Wir haben also zunächst die Kamera. Die Idee, die wir haben, um einen vollständigen Angriffsvektor zeigen zu können, ist die, dass Überwachungskameras ja relativ starr sind und somit irgendwie einen bestimmten Raum überwachen, nicht dynamisch hin und her schwenken. Aus dem Grund haben wir uns überlegt, dass wir eine solche Kamera angreifen. Es wird zunächst die Firmware auf der Kamera ersetzt werden gegen eine manipulierte Firmware. Wir werden den Videostream dann umleiten auf das neuronale Netz, was auf einen der Volta-Karten läuft. Es werden die Personen herausgerechnet, durch den Hintergrund ersetzt. Der Videostream geht dann wieder zurück in die Kamera und erst dann an das Anzeigeelement, also den Bildschirm. Ich werde jetzt das Mikro übergeben an René, der den Angriff auf die Kamera machen wird. Wie schon gesagt, was wir hier zeigen, sind Ergebnisse von Forschungsarbeiten. Aus dem Grund werden wir auch hier eine andere Kamera gleich sehen, die wir aber später dann auch für das Herausrechnen der Personen einsetzen werden. Der Grund ist der René hat sich genau mit dieser Kamera im Rahmen seiner Abschlussarbeit beschäftigt und kennt diese eben sehr gut, kennt dort die Schwachstellen, die er auch gleich dann ausnutzen wird. Die andere Kamera war während seiner Abschlussarbeit weniger ein Thema, sodass wir jetzt, wie gesagt, den Angriff auf der kleinen schwarzen Kamera hier vorne zeigen werden. Genau. Was Sie hier nochmal sehen, ist nochmal das Überblicksbild. Und was wir jetzt gleich live machen werden, ist eben die Firmware von dieser Kamera mit einem Skript zu versehen, um eben den Videostream umzuleiten und zu manipulieren und die Firmware eben dann wieder auf das Gerät einzuspielen. Zunächst einmal, wie geht man bei dem Modifizieren von der Firmware bzw. Einspielen vor? Zuerst einmal muss man sich irgendwie die Firmware von der WAN4-Kamera organisieren. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das kann man entweder direkt von der Herstellerseite herunterladen, den Hersteller kontaktieren. Bei diesem Gerät war das auch der Fall. Wir haben den Hersteller kontaktiert, der hat uns die Firmware übermittelt. Es geht aber genauso, dass der Flash-Speicher ausgelötet wird und dann eben ausgelesen wird. Ja, weil man dann eben die Firmware hat, wird diese eben entpackt, beziehungsweise die darin enthaltenen Archive, Dateisysteme entpackt
und dann das gesamte Dateisystem analysiert, was ist da drinnen, welche Backdoor-Möglichkeiten, wie kann man den Stream modifizieren in diesem Fall und wie kann man dann das gesamte, die gesamte Firma wieder zusammenpacken und eben auf das Gerät einspielen. Auf das Gerät einspielen gibt es auch wieder verschiedenste Möglichkeiten. Das geht zum einen eben über eine offizielle Update-Funktion von der Kamera selbst oder über zum Beispiel, wenn der Flash-Speicher ausgelötet worden ist, über eine serielle Schnittstelle, wie zum Beispiel SPI, die Firmware wieder draufzuschreiben. Genau bei diesem Modell werde ich es live über die Update-Funktion vorzeigen. Wir haben es aber auch schon über eine Schwachstelle gemacht, wo wir direkt mit den Flash-Kommandos die Firmware neu draufgespielt haben. Dann kommen wir eigentlich eh schon zu der Live-Demo. So. Was Sie hier sehen, ist im Prinzip, das heißt Firmidiot, also Firmware Inspection and Debugging for IoT. Das ist ein interaktives Python-Framework, was in unserem IoT-Lab, also während dem Masterstudium entstanden worden ist, wo von mir schon ein Kollege davor seine Masterarbeit darüber geschrieben hat und auf die ich aufgebaut habe. Und mit diesem Framework werden wir jetzt sozusagen die gesamten Schritte, was ich vorher kurz erklärt habe, die Firma entpacken, modifizieren und wieder packen, erstellen und diese Firma dann auf das Gerät einspielen. Dazu haben wir eben die Möglichkeit, zuerst einmal die Firmware zu laden, also zu initialisieren. Also wir initialisieren einfach ein Objekt. Dabei wird im Hintergrund die Firmware schon analysiert, sind darinnen bekannte Firmware-Header. Also es gibt verschiedenste Hersteller mit unterschiedlichen Headers, die was beim Update-Prozess geprüft werden. Und wenn die nicht korrekt sind, kann das Update nicht eingespielt werden, beziehungsweise die Firmware. In diesem Fall sind es ein paar Informationen über die Firmware. Als nächstes eben wollen wir reinschauen, was ist alles in der Firmware enthalten. Dazu eben die Do-Extract, eine Methode mit dem Namen Do-Extract, wie wir die Firmware extrahieren können. In diesem Fall ist, wie man hier sieht, ein Archiv in der Firmware enthalten. Das wollen wir uns natürlich auch näher ansehen. Dazu können wir auf die entpackten Elemente zugreifen. Die sind einfach in der Liste hinterlegt. In diesem Fall ist nur ein Objekt extrahiert worden. Und können diese Elemente auch wieder extrahieren. Das ist wieder das Dateisystem extrahiert. In diesem Fall wurde ein Objekt mit dem Namen von dem Typ SquashFS identifiziert. SquashFS ist ein Root-Dateisystem, das was Read-Only ist, also zur Laufzeit kann man das Dateisystem nicht ändern und ist das häufigste verwendete Dateisystem auf IoT-Geräten. Und das werden wir jetzt auch noch extrahieren bzw. modifizieren. Dazu wieder die Auswahl des Objekts und dann eben mit Extract können wir das Dateisystem extrahieren. Was hier im Hintergrund besteht, ist, das Dateisystem wird extrahiert und durchsucht nach interessanten Dateien, unter anderem eben, wo wir das Skript bzw. eben das Skript für die Modifikation vor dem originalen Videostream einbauen. Dazu gibt es eben dann die Funktion DoBackdoor, über die wir das machen können. Ihr seht hier drei Methoden, welche möglich sind zum Einbauen. Das hat diesen Hintergrund. Diese Masterarbeit bzw. dieses Framework wurde dazu entwickelt, um IoT-Geräte zu analysieren bzw. Es ist ein Hilfswerkzeug, um eine weitere Sicherheitsanalyse auf den IoT-Geräten durchzuführen. Eben aus diesem Grund, oft hat man ein IoT-Gerät und das ist einfach eine Blackbox und man bekommt keine Informationen, so wie Protokolldateien oder sonst irgendwas. Und aus diesem Grund gibt es verschiedene Backdoor-Möglichkeiten, die in die Firma injiziert werden und dadurch man eben Zugriff darauf erhält. In diesem Fall verwenden wir die Möglichkeit 1, eben wir wollen den Stream modifizieren. Und was ihr jetzt noch fragt ist, welches Autostart-Skript oder über was soll unser Skript, was wir injizieren, bearbeitet werden. Da wählen wir jetzt einfach das erste aus. Und hier kommt der Stream, hier kommt die Adresse, die URL, von wo wir den modifizierten Stream abrufen. In diesem Fall ist das die GPU-Box, also der große Rechner hier. Das heißt, der Rechner ruft anschließend von den Videostream. Danke. Von der originalen Kamera ab und
diese Adresse ist eben von der GPU-Box, der stellt den modifizierten Stream wieder zur Verfügung und die Kamera ruft ihn von dort eben ab. Wir haben jetzt sozusagen das Skript eingebaut, jetzt folgt der Schritt, eben wir bauen die ganze Firma wieder zusammen. Eben zuerst das Dateisystem, anschließend das Archiv und zum Schluss die Firmware selbst. Ja, beim Bauen der Firmware wird zusätzlich noch überprüft, ob die neu gebaute Firmware größer ist als die originale. Das hat diesen Hintergrund, auf den Geräten ist ein Flash-Speicher drauf, wo die Firmware draufgeschrieben wird und unter anderem hat die Firmware exakt die Größe von dem Flash-Speicher und wenn man mehr draufschreibt, kann es dazu führen, dass eventuell das Gerät gar nicht mehr startet. In diesem Fall wurde es aber genau analysiert und es ist kein Problem, die größere Firmware drauf zu spielen, weil einfach genug Platz ist. So, wir haben hier die neu erstellte Firmware, in diesem Fall die hier, die nennen wir kurz um. Und was jetzt kommt, ist eben, wir müssen jetzt die Firmware, also die Firmware Page PKG, eben auf das Gerät einspielen. Und dazu brauchen wir eben mal Zugriff zu der Kamera. In diesem Angriffsszenario nutzen wir auf der Kamera einen CSF-Angriff aus, also einen Cross-Site Request Forgery-Angriff. In diesem Fall sollte oder ist grundsätzlich so ausgelegt, dass der User normal auch in der E-Mail zum Beispiel auf einen Link draufklickt. Es ist aber auch möglich, dass der Link einfach in ein Image oder über ein Image in die E-Mail eingebettet wird und getestet wurde, zum Beispiel auf Outlook und da musste oder fand gar keine Interaktion statt, um eben den Zugriff auf das Gerät zu ermöglichen. Diesen Schritt eben durch den CSF-Angriff haben wir das Passwort von dem Admin-Account eben auf das Default-Passwort zurückgesetzt und dadurch haben wir jetzt Zugriff auf das Admin-Interface. Das ist einfach 123456, das ist auch das Standard-Passwort. Und sind jetzt sozusagen auf der Kamera drauf. Und hier sieht man eigentlich den Stream. Hierzu muss man sagen, beim Testen der Kamera läuft das normal über einen Flash-Player, aber ich habe es auf Windows 7 und so probiert, mit dem Flash-Player zu installieren. Ich habe den originalen Stream von der Kamera nie gesehen, aber durch die Modifikation, was in der Firma vorgefallen ist und die wir jetzt einspielen, funktioniert der Livestream dann auch hier im Interface. Dazu legen wir noch einen Backdoor-Account an. Dieser dient eben dazu, dass unsere GPU-Box den Stream dann abrufen kann. Den fügen wir hinzu. Und dann können wir dadurch, dass der Firmware-Header aktualisiert worden ist, die Firmware einfach über das Web-Interface einspielen. Was jetzt passiert, ist eben der Einspielprozess. Das heißt, dieser Angriff ist jetzt im Prinzip abgeschlossen, die modifizierte Firmware wird jetzt eingespielt und ich übergebe demnächst an den Kollegen, der dann eben die genaue Modifikation von dem Stream erläutert. Noch kurz zu dem anderen Angriff. In diesem Fall haben wir die Firmware über das normale Webinterface eingespielt. Es gibt aber auch noch ein anderes Szenario, in dem man eine undokumentierte Funktion in der Firmware von dieser Kamera ausnützt, über die es möglich ist, einen Telnet-Service zu öffnen und man durch die Admin und 123 Credentials Root-Zugriff auf das Gerät hat, dann ist es eben möglich und dort dann wurde eben auch die Größe von dem Flash-Speicher ausgelesen, wirklich über die Flash-Kommandos selbst die Firmware bzw. die Teile der Firmware auf die jeweilige Partition zu spielen. Aber das werden wir jetzt nicht mehr live vorzeigen, weil wir es über die Update-Funktion eingespielt haben. In diesem Fall übergebe ich an den Kollegen und der erklärt den Modifikationsvorgang. Check mal. Hallo? Okay, gut.
Die Kamera, die der René jetzt eben mit der modifizierten Firmware geflasht hat, die muss jetzt nur kurz rebooten, dann können wir den Showcase wieder starten. Ich erkläre nochmal ganz kurz die Einbindung, die wir jetzt haben in das System und warum wir das überhaupt so machen. Die beiden Schnittstellen, die wir jetzt eben auf der Kamera haben, sind zum einen den Backdoor-Account, über dem es eben unser Angreifersystem möglich wird, dem Stream abzurufen, und die Schnittstelle zurück ist eben ein TCP-Server auf dem Attacker-System, das den Stream bereitstellt und das von der IP-Kamera dann wieder abgerufen werden kann. So wird unser System eingebunden. Und in dem Fall haben wir das eben über eine modifizierte Firmware gemacht, aber dadurch, wie das Angreifersystem eingebunden ist im Netzwerk, also wir kriegen einen RTSP-Stream hinein und schicken wieder einen hinaus, ist es möglich, zum Beispiel über einen ganz normalen Main-Mittel-Angriff mit demselben Netzwerksegment der Kamera wären, das Ganze zu modifizieren, ohne direkten Zugriff auf die Kamera zu haben. Das wäre jetzt ein weiterer Angriffsvektor. Wir sind jetzt auf dem Angreifersystem und wie der René schon gesagt hat, diese Kamera, diese Hikvision, da hat diese Live-View im Web-Interface hat nie richtig funktioniert und hoffentlich funktioniert es jetzt, nachdem es rebootet hat, dann haben wir das auch gefixt. Gut, die Kamera hat neu gestartet. Ich starte jetzt diesen Showcase, der die Personen entfernt, neu. Und im Gegensatz zu dem, was wir zuerst gezeigt haben, da haben wir das Ganze auf einem Desktop-Viewer gezeigt, also wo der Stream an einer Desktop-Applikation gesendet worden ist. Und jetzt zeigen wir das Ganze im Web-Interface und wir können auch zeigen, wie der Stream da modifiziert jetzt aus unserem Angreifersystem herauskommt. Gegenüber der Kamera haben wir ein bisschen mehr Verzögerung, also wir sind Echtzeit, aber ein wenig verzögert. Das liegt unter anderem daran, weil der Stream schon mit ungefähr 2 Sekunden Verzögerung direkt aus der Kamera herauskommt. Und ja, schauen wir uns das einmal an. Perfekt. So, und jetzt? Jetzt haben wir das erstens einmal repariert, weil wir überhaupt ein Bild haben. Und zweitens, mit einiger Verzögerung, ja, hat man was bewegen gesehen. Aber da haben wir ein kleines Buffer-Problem im Firefox, würde ich behaupten. Wir können uns das Ganze auch live im VLC-Player anschauen. Das ist der modifizierte Stream. Jetzt nur mit einer anderen Anzeigesoftware, nicht mit dem Browser. Da müsste man mit ungefähr 2 Sekunden Verzögerung sehen, wie der durchlaufe. Und jetzt wirft mir der Harald hoffentlich irgendwas zu und ich kann das fangen. Hopp, habe mich kurz gesehen. Ich werfe es auch wieder zurück, circa 2 Sekunden. Aber wie gesagt, es ist leider das Live-Bild von dieser Kamera, was schon von Haus aus ein bisschen verzögert ist. Gut, jetzt erzähle ich euch ein bisschen was, wie wir überhaupt diese Bildmanipulation erreichen. Das ist mein Part. Und das, was wir schon zu Beginn des Talks gesehen haben, das ist einfach mal Standard-Objekterkennung. Die heißt, das ist ein neuronales Netzwerk, das heißt YOLO. Was heißt YOLO? YOLO heißt You Only Look Once. Und warum heißt das Ganze so? So Standard-Objekt-Detektoren, wie man es kennt, die sind zum Beispiel trainiert auf irgendein Objekt, sagen wir Person, Katze, was auch immer, bewegen sie in verschiedene Größen über das Bild und sagen dann, ja, links oben ist eine Katze, rechts unten ist eine. Und YOLO schaut sich jedes einzelne Frame nur einmal an und erkennt sämtliche Objekte drin
wo sie sich befinden, also die Boundingboxen und dann Konfidenzcore. Ich sage jetzt beliebig viele und das ist eigentlich stark vereinfacht. Es gibt eine Formel, wie man das berechnen kann über die Convolutions und Unsaid Objekte. In Wirklichkeit erkennen wir 14.900 Objekte pro Bild und das 25 Mal in der Sekunde bei Full HD. Und das ist zeitinvariant zur Anzahl der Objekte, die wir da erkennen. Das heißt, wir können sagen, wenn wir das einmal in Echtzeit schaffen, schaffen wir das immer in Echtzeit, egal wie viele Objekte wir erkennen werden. Das Ganze ist YOLO V3 in der größten möglichen Konfiguration. Das sind 608x608 Eingangsneuronen, sage ich dazu. Ganz kurze Erklärung, falls noch nie wer was gehört hat von Maschinenlernen, neuronalen Netze. Das wird jetzt nicht mathematisch, nur ganz einfach erklärt. Was ist ein einfaches Neuron? Ein Neuron bekommt Merkmale, Features, wie auch immer. Das ist zum Beispiel, sagen wir, der Pixel ist grün, du bist ein Mensch oder das ist ein Apfel, was auch immer. Und das Gewicht jetzt, wie ein Mensch das auch tun würde. Jeder Mensch würde sagen, okay, das hat für mich mehr Gewicht, das hat weniger Gewicht. Dann bildet es eine große Summe und dann kommt ein Ergebnis heraus. Und ein konvolutes neuronales Netzwerk, jetzt stark vereinfacht, macht das halt nicht eindimensionaler von Vektor, sondern auf hochdimensionale Objekte, in dem Fall jetzt einen zweidimensionalen Bild, nur mit Farbkanälen und das macht, man kann sich das vorstellen, alle Stellen gleichzeitig mit einer gewissen Convolution-Größe. Das wird dann immer kleiner, also es sind mehrere dieser Layer hintereinander und auf dann drei verschiedene Größen werden dann Objekte erkannt. Das ist jetzt eine ganz einfache Erklärung, wie das funktioniert. Und die Struktur von diesem YOLO V3 war schon vorhanden, vielleicht kennt es wer, Darknet ist die originale Implementierung in C++. Und dann gibt es Darkflow, Python-Umsetzungen, aber performancemäßig sind die, ich sage mal jetzt nicht das Wahre. Und wir hätten es zuerst damit probiert, aber im Endeffekt habe ich das dann selbst umgesetzt und ein paar Teile noch parallelisiert und jetzt schaffen wir das wirklich in der größten Umsetzung in Echtzeit und soweit wir wissen, sind wir da auch die einzigen momentan. Das Ganze ist trainiert mit dem COCO-Datensatz, das ist halt ein Standard-Microsoft-Datensatz mit 80 Objektklassen, wo halt drin ist Person, Cellphone, Bottle, einige Toy-Klassen, einige Tiere und das verwenden wir da jetzt für unseren Showcase. Und was machen wir weiter damit? Das Erste, was wir dann ist, wir empfangen wirklich diesen RTSP-Stream von der Kamera, dekodieren den eben in Einzelframes, also in 25 Einzelbilder pro Sekunde. Dann machen wir erstens diese Objekterkennung und grenzen ein auf Personen. Also wir wollen nur wissen, wo sind Personen im Raum, keine anderen Objekte. Also alles andere, was sie bewegt oder was im Raum ist, ist uns eigentlich egal. Das Nächste, was wir machen, ist, wir machen eine Segmentierung, also eine Segmentmaske, dass wir nicht nur die Box der Person haben, sondern feingranularer Umriss von einer Hand, von Finger, von Füßen. Und das Dritte ist eben aufkumulierter Mittelwert der letzten circa 20 Sekunden. Das stimmt ungefähr, es geht auf FPS mit einer Gewichtung, damit wir einen Hintergrund haben, durch was wir eben diese Maske ersetzen. Und die Kombination dieser drei Funktionen ermöglicht es eben, dass man gezielt Personen aus einem Stream entfernen. Dazu sage ich gleich was, dann kann ich ein paar Fragen vorwegnehmen. Momentan nehmen wir einfach eine generische Personenklasse, das heißt, es funktioniert jetzt momentan einfach mit alle Personen. Damit man einzelne Personen entfernt, müssen wir jetzt zum Beispiel eine Klasse Alex machen, mit ein paar Bildern von mir, oder eine Klasse Harald. Und dann wird, sofern Alex oder Harald erkannt werden, nur der Alex oder Harald entfernt werden. Und das Nächste ist natürlich, es wird zwar Frame per Frame, 25 FPS werden diese Personen erkannt, aber wir machen keine Identifizierung der Personen. Das heißt, von einem Frame auf den nächsten weiß das System nicht mehr, dass es derselbe Alex ist. Dazu braucht man Object Tracking, an dem arbeiten wir auch, dass man zum Beispiel eine Person markieren kann, die ein gefährliches Objekt zieht, markiert wird, sie tut das Objekt wieder weg und wird trotzdem weiter verfolgt. Da haben wir auch Arbeiten dazu. Aber das ist noch nicht ganz vorführungsreif, würde ich sagen. Gut. Dann übergebe ich an den Kollegen Harald mit ein paar abschließenden Informationen. Ja, also wir haben jetzt sehr viel hergezeigt. Warum befassen wir uns eigentlich mit dem Herausrechnen von Personen? In Wirklichkeit war das ein Nebenprojekt, ein Nebenergebnis von einem Spaßprojekt, sage ich einmal.
Und zwar Convolutional Networks sind in der Bildverarbeitung extrem stark vorhanden. Und wir fanden einfach dieses YOLO-Framework ursprünglich recht lustig mit dieser Objekterkennung. Das war auch das, was wir am Anfang in die Menge gerichtet haben, wo verschiedenste Objekte, aber primär Personen, markiert wurden. Und die erste Idee, die wir hatten, naja, eigentlich wollen wir ganz spezifische Objekte erkennen. Wir würden gern wissen, wie komplex das ist, dass ich ein ganz spezifisches Objekt erkenne. Und das war so circa vor gut einem Jahr. Wir haben so einen Liberator mal ausgedruckt, so eine 3D-druckbare Waffe. Keine Sorge, ist nur ein Modell, ist innen hohl und leer. Und wir wollten wissen, wie komplex ist es, dass ich selber einen Datensatz generiere, um mit einem YOLO-Framework in Echtzeit ein eigenes Objekt, ein spezifisches Objekt zu erkennen. Wir haben circa 2000 Fotos benötigt. Jedes Foto musste manuell gelabelt werden für dieses Training der KI. Labeln heißt, ich muss eine Bounding Box um das Objekt zeichnen. Und wir hatten natürlich das Glück, einige Studenten haben uns da stark geholfen. Und so erfahrungswert war, circa 2000 Bilder waren notwendig, dass es halbwegs funktioniert. Wenn alles klappt, dann kann ich das auch nachher kurz herzeigen. Ja, und dann waren wir halt auf dem Punkt, ja, wir können Objekte, ganz spezifische Objekte erkennen. Hier zum Beispiel. Schauen wir mal, wie weit das funktioniert. Ja. Gut, also wir haben dann gesehen, es funktioniert halbwegs gut und der nächste Schritt war dann eigentlich, ja, eigentlich wollen wir aber dann selber nicht erkannt werden, wenn das so einfach geht. Und so ist dann die Idee entstanden, dass man Personen rausrechnet. Die Idee war nicht neu, die gibt es ja schon lange. Wer Science Fiction liest, in den 80er Jahren war der erste Fall, ich glaube, Ashiro Masamune hat darüber in einem, glaub, einen Manga geschrieben. Und in Medien, in Hollywood, taucht das Thema immer wieder auf. Also ich glaube 2018 war der letzte Netflix-Film, wo Personen rausgerechnet werden, gezielt aus Dreams und Mission Impossible. Also die Idee war nicht neu. Wir wollten einfach mal schauen, ob es technisch machbar ist. Deswegen ist es auch eine Machbarkeitsstudie. Die Zeit, die reingelaufen ist, war circa 4 bis 5 Monate Arbeitszeit. Ohne viel Vorkenntnisse jetzt in dem Bereich. Größten Teile dazu hat der Alex gemacht. Ja, und das war eigentlich dann das Nebenprodukt, dass man das wirklich als Machbarkeitsstudie herzeigen kann, dass es geht, dass man so echt Bilder manipulieren kann. Wir machen jetzt bei uns in der FH auch andere Projekte. Zum einen, wie kann ich mich dagegen wehren, dass meine Daten verändert werden? Wie kann ich Integrität schützen? Da ist ein Thema, wo wir uns vorerst nur mit Bildern, Einzelbildern befassen und da eine Blockchain verwenden, um Integritätsinformationen abzulegen. Das andere ist natürlich diese Verwendung von KI generell in Security. Und wir haben auch einige Anschlussprojekte zu dem Thema. Also eben diese Objekterkennung, Objektverfolgung habe ich erwähnt. Etwas, was wir, dieses Tracking, da haben wir auch schon viele Ideen, wie man das Tracking besser machen kann. Ein anderer Punkt, den wir auch festgestellt haben, ist, dass diese Software-Stacks sehr komplex sind. Also diese Software-Stacks, dass man mal ein Videosignal in ein Framework reinbekommt und dort die ganzen abgestimmten Bibliotheken hat, dass man damit arbeiten kann. Und wir arbeiten da gerade auch an einer WebRTC-Lösung, dass ich eben über HTML5, ohne dass ich irgendwas installiere, eine Webcam von einem Smartphone oder von einem Laptop an eine leistungsstarke Maschine bei uns im Rechenzentrum den Stream hinschicke und dort in einem Docker-Container das, diese Vollbilder direkt verarbeiten kann. Dann ist das recht überschaubar. Wir hätten den, glaube ich, sogar da. Rennt das momentan? Ja. seitlich bitte. Das
Okay, das ist dieses HTML5-Framework, damit man direkt auf die Webcam zugreifen kann. So. Ja, das ist jetzt die integrierte Kamera vom Laptop. Man kann da oben ein paar fertige Filter auswählen. Jetzt ist No Transform, das ist einfach nur ein Echo von dem Signal, das wir in das Data Center bei uns schicken und wieder retour bekommen. Man kann da aber auch jetzt zum Beispiel Objekterkennung machen. Ohne dass das extra Rechenleistung auf dem Gerät erfordert. Ja. Okay. Mach's wieder zurück. Also das ist recht praktisch, wenn man schnell in das einsteigen möchte und nicht die Hardware hat. Wie Sie sehen, ist das ja ziemlich viel Aufwand hier, so diese Kameras irgendwie da hinzubekommen mit diesem HTML5 WebRTC. Geht das recht einfach, dass man damit arbeitet. So. Ein anderer Punkt, den man vielleicht gesehen hat, ist, dass diese Objekterkennung Fehler macht. Dass manchmal Boxen aufpoppen, die man nicht zuordnen kann. Oder die dort an dieser Stelle keinen Sinn ergeben. Das ist generell ein Problem mit KI. Gerade diese Convolutional Netzwerke sind wie Blackboxen. Und ein Thema, mit dem wir uns auch befassen, ist eben diese Begründung. Wie begründet sich eine Bounding Box? Welche Bildpunkte waren dafür verantwortlich, dass hier zum Beispiel ein Liberator erkannt worden ist oder eine Person? Also das ist auch ein aktuelles Forschungsthema. Ein anderes betrachtet jetzt dieses Training. Für den Liberator haben wir 2000 Bilder benötigt und das funktioniert mehr schlecht als recht. Und eine Idee war, wir könnten ja das Objekt vorher 3D scannen und uns dann beliebig Bilder aus diesem 3D-Scan ableiten. Das ist derzeit eine laufende Masterarbeit bei uns. Die Idee ist, dass man zum Beispiel, wenn man nach einem ganz bestimmten Gegenstand sucht, den man kennt, den man in einem Geschäft vielleicht abfotografieren kann, scannt man den schnell und kann sofort überall in Videos den lokalisieren. Ja, und zu guter Letzt befassen wir uns auch mit der Anwendung von diesen Erkenntnissen, die man zum Beispiel Objekte, die man erkennt, um damit eben so Risikoanalysen zu betreiben. Das sind so grob die Themen, die wir machen. Ich hoffe, es war ganz interessant. Wir haben eigentlich das Ende erreicht. Vielen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, wir stehen gerne jetzt auf der Bühne zur Verfügung. Ja? Die Frage war, ob das IoT-Toolkit auf GitHub ist oder nur bei uns an der FH. Aktuell nur auf der FH, aber es ist die Überlegung, dass es veröffentlicht wird. Ja. Ja. Die Frage war, dass das Hin- und Herschicken dieses Netzwerkstreams, wenn man das Netzwerk monitort, fällt ja sofort auf, dass das passiert. Und ob wir das onboard auf den Kameras hinbekommen, also auf diesen Kameras, die wir hier haben, nicht. Die haben viel zu wenig Rechenleistung. Aber generell, wer das verfolgt, was sich so im Embedded- und Automotive-Bereich abspielt, ist, dass eben Nvidia da ganz stark in den Markt reinprescht und diese Tensor Cores in praktisch jedem Produkt integriert. Und wenn so Capabilities auf dem Gerät verfügbar sind, ist es denkbar, grundsätzlich. Ja? Warum wird eigentlich die Kamera modifiziert? Es wäre ja einfacher, wenn ich einfach das Routing modifiziere. Das heißt, den Stream aus der Kamera über einen Router oder Switch umleite auf den Rechner und der andere Rechner simuliert den Stream der Kamera. Da spare ich mir ja die komplette Modifikation und das ist relativ schnell in einem Switch umgesetzt, in ein paar Sekunden, durch Kommandos. Ja, wir wollten einfach einen Angriffsvektor zeigen, der vielleicht hinter einem NAT funktioniert, wo man nicht direkt auf den Switch drauf kann. Oder wo man, also wir haben auch andere Angriffsvektoren angeschaut mit Man in the Middle, das würde auch funktionieren. Ja. Die ich schnell eintippen kann, meistens Cisco oder Mikrotik. Hingegen da muss ich wirklich die Firmware analysieren und das kann Tage dauern.
einen Switch kann ich in ein paar Minuten soweit haben. Also wenn einer geübt ist, der hat das in Sekunden abgeändert. Ja, wenn man den Zugriff hat. Wenn man den Zugriff hat, wird es gehen, ja. Den Zugriff muss ich sowieso haben, sonst komme ich nicht auf die Kamera. Also ich muss im Netz sein. Mhm. Ja. Da haben wir auch noch Fragen. Was ist dann, wenn man startet und wenn ja, wieso dauert es dann 20 Sekunden zum Einlernen? Die Einlernphase, also die... Für den Hintergrund, das ist im Prinzip ein eigenes KI-System, aber ein ganz triviales, das ist nur eine Markov-Kette, die eben lernt, wenn Bildpunkte statisch sind über die Zeit. Wir könnten, das würde auch funktionieren, wenn wir das in die Menge halten, aber da wird es sehr lange brauchen, bis sie konvergiert, dass nur mehr der Hintergrund überbleibt. Und wenn wir aus dem Bild gehen beim Start, da ist das in ein paar Sekunden erledigt und wir können diesen Showcase live vorführen. Also das war der Grund. Aber da vielleicht kurz eine Ergänzung, gleich ganz generell die Frage, warum diese drei Komponenten und nicht vielleicht ein großes neuronales Netz. Das Problem ist jetzt wirklich die Leistungsfähigkeit von diesen Grafikkarten, die wir da haben. In Wirklichkeit, das neurale Netz macht die Objekterkennung und die Segmentierung und das Auffüllen des Hintergrundes sind jetzt nur andere Methoden. Es gibt aber schon Ansätze, dass man die Objekterkennung, die Segmentierung und natürlich auch dieses ganze Inpaint, dafür gibt es ja auch schon Netze und das wird dann auch funktionieren, wenn man keine statischen Positionen hat, haben wir meistens bei Überwachungskameras drum dieser Showcase, zum Beispiel waren es bei Nachschlagen wie Mask-RNA, war so ein Ansatz, aber das Problem ist wirklich, dass wir dann jetzt momentan ungefähr 5 FPS schaffen würden mit der Hardware und wir haben, Titan RTX hätten wir auch, aber da schaffen wir es auch noch nicht ganz, aber das ist nur ein Faktor 5, also ich sage, das wird wahrscheinlich möglich sein, dass man es das alles in einem großen Netz abbilden wird in nachher Zeit, alleine durch verbesserte Netzstrukturen und durch Verbesserungen an der Hardware. Da sind wir jetzt nicht mehr um Riesenfaktoren daneben. Das ist nur mehr 5. Das ist in Wirklichkeit nicht mehr viel, würde ich behaupten. Ja, dann vielen Dank. Wir sind noch eine kurze Zeit da. Wenn es Fragen gibt, einfach herkommen. Danke.